Okay, willkommen wieder zu einer weiteren Folge Legend of Zelda Ocarina of Time. Letztens ist es ja im Kokiri-Wald abgestürzt. Und ich musste alles wieder von vorne spielen. Großartig, oder? Aber wir sind wieder an derselben Stelle. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist alles zu wiederholen. Und ich habe zufällig, also konnte ich noch auf dem Weg noch ein weiteres Herzteil finden, aber das zeige ich euch noch, wenn ich wieder da ankomme an der Stelle. Aber ich werde da auf jeden Fall wieder vorbeilaufen. Wir haben ja Salias Lied geholt und das ist der Schlüssel, um den hier wieder in die gute Laune zu transportieren. Aber wie ging das? Ja. Und ich werde jetzt alle 10 Minuten oder so mit dem Emulator hier einmal diesen Save State machen. Also nicht, um jetzt das Speichern so zu übergehen, das normale im Spiel, das werde ich noch immer machen, aber nur falls das mal wieder Lust hat abzubrechen, damit ich wieder an der Stelle anfangen kann. Ja, jetzt geht er hier voll ab. 70er, 80er Style, wie er redet. Groovy. Ja, das geht jetzt eine Weile. Meine schlechte Laune ist verflogen. Ich konnte mich nicht mehr halten. Ich musste einfach tanzen. Darunia. Habe ich, glaube ich, schon erwähnt, dass das der Chef ist. Ist fair. Ach, die sind hier solche muskelbepackten Tiere, aber brauchen jetzt so einen kleinen Jungen, der sie befreit oder denen hilft. Ja, unser Kronarmband. Jetzt können wir endlich auch die Büsche heben. Die Büsche und die Steine. Und da sieht man das schön an seinem linken Arm. Handgelenk? Ja, Handgelenkarm. Ich weiß nicht, wie man... Kann man die... Die kann man irgendwie auslösen, aber da ist nur ein Shop hinter der Mauer. Was wir machen müssen, ich hole mir jetzt das Herzteil hier vorn. So in dem. Die Zündschnur von dem ist ziemlich lang, also habt ihr ziemlich viel Zeit, die Bombe hier zu werfen. Ach Mist. Noch ein Versuch. Zum Glück wachsen die immer nach. Ja, aber das Timing muss stimmen. Das Ding muss genau kommen, wenn ihr dort seid, um es reinzuwerfen, weil die Bombe fliegt nicht weit genug. Oh nein! Knallt das darauf und dann... Na, ich warte mal kurz. Ah, komm schon. Gleich ist auch, wenn ich Basketball spiele. Das ist dieselbe Geschichte. Ja. Ja, vergiss es. Jetzt kann ich das erst recht nicht machen. Kurz warten und los. Ja, endlich. Ich dachte, das dauert eine Ewigkeit.
Na, spuck schon aus. Muss ich da jetzt noch eine Bombe reinwerfen? Werde ich mal machen. Ja. Link, du bist großartig. Du bist großartig. Ich glaube, das ist jetzt wie ein Roulette hier. Das Ding hat hier mehrere Gesichter, sieht man hier. Halbwegs Smiley, einer der richtigen Smiley und so ein böse guckenden. Der bewegt sich zum Glück nur noch im Kreis. Jetzt müssen wir, glaube ich, das Richtige finden. Also das richtige Zeichen bekommen, damit das Herz herausgespuckt wird. Oh, Glück gehabt beim ersten Versuch. Das spart eine Menge Zeit. Ich will erstmal die Knete haben. Ja, da stehen noch zwei Herzteile, weil ich habe einen zusätzlichen noch gefunden. Also habe ich ja schon erwähnt am Anfang. Okay. Wir werden jetzt in unseren zweiten Dungeon gehen. Aber dazu müssen wir jetzt mal hochklettern. Hochlaufen. Aber dort bekommen wir in dem Dungeon ein sehr nützliches Item, das womit wir backtracken können, aber das werde ich nicht machen. Weil ich kann dann, warum bin ich gerade überlegt? Ja, backtracken. Ja, im Dekobaum befand sich da etwas, was ich holen kann. Das war bestimmt so ein Deku-Stab-Upgrade, aber das brauche ich nicht. Das ist nicht so wichtig fürs Spiel und ich muss hinter diesen Goron. Doch nicht, ich muss neben ihm vorbei. Ja. Hier! Ja, das sitzt. Und unser Dungeon ist endlich frei. Und für die, die das zum Beispiel nur von dem Part jetzt hier weiter gucken und das Herz, das hier oben ist, zeige ich nochmal, wie man es bekommt. So, dann braucht ihr nicht warten, irgendwie um spät. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die eigentlich das Spiel gedacht hat, und zwar mit dem hier. Das wird ein Bestandteil dafür sein, um das Herz zu bekommen. Aber ihr seht, das funktioniert auch so. Könnt ihr ein bisschen das System umgehen. Und willkommen in unserem zweiten Dungeon. Hier! Das Ding fliegt nicht weit genug. Nein, ich... Boah, Link, du bist so toll. Ich drück nach vorne und er legt das nur hin. Die hast du verdient, die Bombe, Link. Die hast du wirklich verdient. Ich hasse diesen Kleinen. Aber ich glaube, mit dem Schild kann man das abwehren, oder? Wahrscheinlich. In A Link to the Past haben wir hier diese Statuen mit den Augen kennengelernt, die einen Laserstrahl auf uns schießen. Ja, was will sie? Sieht aus, als wären hier jede Menge Lavagruben. Pass auf, wo du hintrittst. Immer diese Blitzmerker-Navi. Aber hier können wir sie vernichten. Also in A Link to the Past wusste ich nie, wie man die vernichtet. Vielleicht gab es einen Weg. Ich wusste es nicht. Aber es wäre schlau, mal die ganzen Wege jetzt hier frei zu bombardieren. Aha, da kann man noch frei bombardieren. Zwei Orte. Oh, hier ist eine fette Truhe. Mal gucken, was das ist. Die Karte. Okay. Was haben wir hier? Nein, ich will nicht die Blume angucken. Könnt ruhig darauf stehen bleiben, das Ding kommt irgendwann hoch. Link, auf so rumzustehen. So, jetzt zeige ich einmal, wie das funktioniert.
Hier, friss das. Moment. Okay, kann weitergehen. Und da hat nur so ein kleines Fenster gestört. Jetzt kann man das mal testen. Funktioniert nicht. Toll. Aber wir haben hier noch eine Mauer hier auf der linken Seite. Gratis-Bomben, das ist auch mal was Schönes. Na, wie spät ist es, ein Kollege? 13.22 Uhr. Gerade mal nachmittags. So, das wird uns erstmal unser einziger Weg sein, den wir zurzeit gehen können. Das sind Baby-Dodongos, glaube ich. Ja, wie heißen die? Ja. Kümmert euch nicht um die. Weil wenn ihr sie tötet... Die sterben nicht erstmal. Die blinken und dann ballern sie alles, was in ihrer Nähe ist. Weg. Na, ich brauche einen hier. Na, komm schon. Kommt her, meine Freunde. Kommt her. Schlitz ihn auf! Oh Mann! Hat er den falschen anvisiert? Kommt der einer. Kommt schon einer her? Ey, ihr seid lächerlich, wisst ihr das? Ich höre einen Skulltula. Ja, können wir das wohl noch nicht frei bomben? Link, du mit deinem dämlichen Brotmesser. Der Schalter kann ich schon mal jetzt sagen. Ah, ich denke, ich spiele God of War. Ich dachte, ich könnte das schon seitlich schieben. Der Schalter, blaue, ist immer ein Zeichen dafür, dass wenn ihr rauftritt, gehen die runter. Aber wenn ihr dann weggeht, gehen die Schalter auch wieder hoch. Und das hat meistens dann damit zu tun, dass irgendwas draufschieben ist. Gelbe Schalter, die bleiben, glaube ich, unten. Na, kommt noch einer. Aussieht nicht. Ja, und da hat man diesen Sound gehört, wie die kaputten Wände sich anhören. Den Link to the Past gab es das ja auch. Hey. Stirb! Ich habe 50 Schuss, mir egal. Ich baller alles auf ihn rauf, wenn es sein muss. Ja, sehr schön. Dies extra Herz, das wir gesammelt haben, war hilfreich, weil wir jetzt hier einen Mini-Boss-Kampf haben. Und nicht einer, sondern zwei. Zwei gegen einen. Ups. Yeah. Ja, ich... Ah, Mist. Eine Millisekunde. Ja, wenn einer dieser Raptoren, das sind glaube ich Raptoren, ne? Hier... Na, wo ist eine andere? Velociraptoren müssen das sein. Was? Exodorus? Genauso wie Raptoren aus Jurassic Park. Wir haben zum Glück kein Schild, also könnt ihr drauf. Ja. Ja, das war gut. Ja. Hab ich ja gar nicht erklärt. Man sieht, es sind zwei, aber die spielen taktisch. Wenn einer zu wenig Energie hat, tauschen sie die Plätze. Für ein 64-Bit-Spiel haben sie das sehr gut gemacht. Na komm her, komm her. Jo! 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 Komm her. Dein Freund ist schon mal in die ewigen Jagdrunde gegangen. Oh, das funktioniert auch hier! Das wusste ich gar nicht. Ah, man lernt immer Neues dazu. Habe ich auch ein Metal Gear in. Irgendwie auch ein paar Sachen herausgefunden. So, 10 Minuten mal vorbei. Ich mache einmal ein Save State kurz. Also.